Die Krähen. Die Krähen gehören zu den Rabenvögeln. Sie krächzen Kra, Kra. Deshalb haben sie den Namen Krähen bekommen. Sie leben in großen Schwärmen und suchen sich auch gemeinsame Schlafbäume. Sie bauen ihre Nester oft auf nebeneinander stehenden Bäumen. Sie bauen ihre Nester hoch oben auf Bäumen. Sie fressen Insekten, kleine Tiere, Vogeleier, Würmer, Aas, Obst, Singvögel und Getreidekörner. Bei uns leben drei Arten von Krähen: die Rabenkrähe, die Saatkrähe und die Nebelkrähe. Die Rabenkrähe ist ganz schwarz. Die Saatkrähe hat einen weißen Schnabelansatz und die Nebelkrähe ist am Bauch und Rücken graubraun gefärbt. Auf der ganzen Welt leben die Krähen. Feinde der Krähen sind Greifvögel, der Marder, Waschbären und der Fuchs. Sie werden ca. 40 bis 50 cm groß. Sie können bis zu 25 Jahre alt werden. Es gibt ca. 120 Arten Krähen. Das Weibchen wird größer als das Männchen. Krähen sind sehr kluge Vögel. Sie lernen leicht und können taktisch denken.